Ein Vending Machine Ticket, okay. Wieso lagert man sowas im Kühlschrank? です。このコーナーでは僕、まさきがリスナーさんから送られてきたホラーな話を読んでいきます。ということで、早速読んでいきたいと思います。ラジオネーム、とうこさんからの手紙です。これは、霊感のある同級生の小学生の時の話です。その子は生まれつき霊感がありました。保育園の頃ははっきり見えるわけではなく、なんとなくもやのようなものが見えたり、一定の場所がひんやりと感じたりする程度だったようですが、小学生になってからははっきり見えるようになったそうです。いつも同じ場所に男の人がただ立っているなぁと思っていたら、他の人には見えていないことを知ったことが始まりだそうです。そこから見えるという恐ろしさを感じるようになっていったといいます。女の人が彼氏とカフェでお茶をしているなぁと思ったら、彼氏の方の足がなかったり、可愛い女の子が公園で遊んでいるなぁと思ったら透けていたりと、幸いにもその子は声が聞こえることはなかったこともあってか、実害がなかったので気にしないようになるようになりました。小学5年生くらいになった時でしょうか、一人の幽霊が自分の後をついてくるようになったのは、いつも何かを言っているようですが、何を言っているのかわからないので鬱陶しいと思っていたそうです。そんなある日、一つの事件が起こりました。その日は友達と遊んでいて、知らないうちに暗くなってしまっていて、急いで一人で帰っていたそうです。薄暗いからか、少しの物音でも反応してしまい、怖くなってしまっていました。そんな時、こんばんはと声をかけられたそうです。振り返ると中年のおじさん、一人家まで送ってあげようか。そう話すおじさんに恐怖を覚え断って去ろうとすると、腕をつかまれ、送ってあげると言ってるじゃないかと。恐怖のあまり声も出ず固まっていると、急におじさんが悲鳴を上げて逃げていったそうです。おじさんが見ていた方向を見ると、そこにはいつもの幽霊が幽霊はその子を見守ってくれていたのでしょうか。Meine Bruder, seine Stimme. Er sagt, es gibt 6 mehr dieser Tapes. Ich muss sie alle finden. Was zur Hölle. Also, wir haben diesen Zettel, wo ich nicht weiß, für was er gut ist. Also fahren wir einfach mal durch die Gegend. Deine Streams inspirieren mich immer wieder aufs Neue. Ja, siehste. Kannst auch einfach, weißt du, so in dein Auto reinsteigen, lässt einfach die Straße runterrollen. Ist das da ein Automat auf der Karte? Wir waren zwar hier beim Automaten. Gott, ey. Junge! Das gibt's doch nicht. Also ich habe gelesen, dass dieses Spiel wieder nicht so lang soll sein wie alle Schiller Art. Aber mit dem Rumgefahren braucht man schon, glaube ich, seine Stunden. Mal hier lang. Diese Steuerung, ne?
Ein Warenhaus. Eigentlich. Ey! Pass es auf mein Auto auf! What the fuck? Nein, wir wollen hier warten. Alter, was ist jetzt los? Ja, die ganze Zeit ist hier niemand. Was ist denn? Das für ein Mist. Takeshi Castle oder was? Das Kevin. Ja, vielleicht. Sollen wir mal gucken gehen, ob das Auto jetzt irgendwo. Ist jetzt irgendwo da? Ist das irgendwo. Das hat ja einen deutschen Unfall gebaut. Also. Ich weiß nicht, ob ich durch dieses Warenhaus dafür gehe. Das sieht mir. Sieht mir nicht geheuer aus. Er wollte schnell seine Fußfotos holen gehen. Ja, es ist bestimmt irgendein Rätsel. Du musst richtig durch diese Türen gehen, um die, damit du durch die letzte kommst oder so. Ja, lief. So, gucken wir mal, ob wir Kevin jetzt finden unterwegs. Oh Gott! Jetzt verstehe ich die Geräusche. Aber es ist das erste Auto, was wir hier sehen. Ah, da geht's. Ah. Es ist aber eine tolle Straße. Gott! Okay, ich weiß nicht, ob wir das heute durchspielen. Vielleicht spielen wir zwischendurch doch noch was anderes. Die Steuerung macht mich gerade mehr fertig als das ganze Spiel. Was haben wir denn hier? Oh. So einfach scheint doch nicht. Komm ich denn? Ja, können Sie bitte den Ton da wegmachen? Hallo? Hallo, den Ton! Ich habe mal alles sehr niedrig gestellt. Jetzt habe ich auch noch so eine Lampe. Toll. Gibt's hier? Ich steig nochmal ins Auto und nochmal aus in der Hoffnung.
Das war richtig unangenehm gerade, der Ton. So, wieder für euch. Das Ganze ein bisschen lauter. Ich glaube, so laut war's. Hier gibt's Tapes. Geil. Ich finde die, ich muss jetzt gucken, ob das daran liegt. Anscheinend nicht. Hallo? Ah. Okay. Was mache ich mit dem Ticket? Viel besser mit der Lautstärke. Ja. War vorhin... Das Geräusch war ja schon mega unangenehm. Wir haben 999 Möglichkeiten. Wir könnten einfach hier stehen und einfach machen. Ne? Ich kann gar nichts mit diesem Zettel. Ich habe gehofft, hier so wäre vielleicht gut für irgendeinen Automaten. Ah, hier kann ich das Food-Ticket benutzen. No. 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 Das ist also was zum Essen, mein Ticket. Das hilft mir nicht hier. Okay. Guck ich mal, was so zu essen gibt. Was haben wir hier? Das sind wohl... Oh, das ist Eis. Hier haben wir so eine Bento-Box. Hier so Curry. Japanisches Curry. Oh, das ist auch geil. Ramen. Oh, für Kevin. Ein Burger. Aber leider nicht vom McDonald's. Achso, sorry. Ja, kein Problem. Die Idee war gut. Leider kann ich nichts damit anfangen. Ramen. Noch mehr Burger für Kevin, aber doch immer nicht von McDonald's. Katzenbrot oder so. Noch mehr Ramen und noch mehr Ramen. Als wenn... Ist da Michael Myers drauf? Auf der Ramen ist Michael Myers. Wenn wir den Burger in die McDonald's-Tüte stecken, glaubst du, er kennt den Unterschied? Ich weiß nicht. Sein Gaumen ist nur Feinkost gewöhnt. Okay, was sollen wir denn zu essen nehmen, lieber Chat? Ehrlich, ich wäre für so eine Bento-Box. Ist das Light Yagami? Nee, ich glaube nicht. Oder? Machen wir überhaupt... Ich will keine Fingerabdrücke suchen. Das erinnert mich zu sehr an Phasmophobia. Die nehmen den Bento-Boxen ein Curry. Was für ein Curry denn? Ja, das sieht sehr appetitlich aus, okay. Wo haben wir denn das
Ticket, ich sehe hier nichts. Die Lampe. So, jetzt haben wir was zu essen. Die Spiegelung vom Wasser sah gerade sehr komisch aus. Links bei dem Bett. Aber Eis hätten wir nicht nehmen können. Oh, jetzt haben wir einen Curry. Wow. Ach so, links. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Zwei, eins, vier, drei. 2, 1, 4, 3. Schade. Eins, zwei, 3, 4, das wird zu einfach. Vier, zwei, eins, drei. Auch nicht. Das hatten wir noch nicht. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Hier. 3, 1, 2. Ich bin mir noch unsicher, ob das überhaupt so richtig ist. Aber okay. Wenn ich auch immer jetzt anrufe. Bett. Easy. Wo ist meine Lampe? Ah! Ich bin blind. Trotzdem kommen wir hier noch immer nicht weiter. Zwei, vier, drei, eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Über den Telefon kein Zettel. Jetzt. Nee, ich sehe hier jetzt so direkt nichts.
kann doch nicht einfach sein, dass du hier wahllos versuchst, mit den Zahlen, die sie draufgeschrieben haben, irgendeine Kombo eine Kombination rauszufinden. Wie ganz oben? Hä? Ich hab da ja ein Tape gefunden, ganz oben, was da geklebt hat. Ich hab das da drin gefunden. Falls du das meinst. Entschuldigung, ja, kein Problem. Ah, das macht mich wahnsinnig, ne? Vor allem, was mache ich mit dem Essen? Hier, Automat, ess. Hm.